Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Triumph für Michael Schumacher. Der Ferrari-Pilot kann seinen 4. Titel als Formel-1-Weltmeister feiern. Seine Siegesfahrt beim Großen Preis von Ungarn brachte heute frühzeitig die Entscheidung. Nach 13 von 17 Rennen führte er in der WM-Wertung uneinholbar vor dem Schotten David Coulthard. Es war Michael Schumachers 51. Grand Prix-Erfolg. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der SPD und in der Union mehren sich die Stimmen, Arbeitslose stärker als bisher in die Pflicht zu nehmen. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Scharping sprach sich am Wochenende dafür aus, Erwerbslosen bis 25 Jahren verstärkt öffentlich geförderte Tätigkeiten, etwa im Umweltschutz oder in der Alten- und Krankenpflege, anzubieten. Wer dies ablehne, sollte keine staatlichen Leistungen mehr bekommen, so Scharping in der Welt am Sonntag. Die CDU plädiert dafür, Sozialhilfeempfänger durch eine Kombination aus Förderangeboten und mehr Druck wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 484.000 Jugendliche unter 25 sind ohne Job. Sie leben meist von Sozialhilfe. Eine Gruppe, der nun auch die SPD mit Zuckerbrot und Peitsche helfen will. Ging es nach dem Vorsitzenden der SPD-Programmkommission Rudolf Scharping, soll ihnen zukünftig die Unterstützung gestrichen werden, wenn sie Jobangebote ablehnen. Das ist allerdings eine Mischung aus Fördern und Fordern. Und dieses Fördern steht ganz vorne an, aber es geht auch nicht nur um weiche Betten, sondern es ist auch die Erwartung da, dass jeder sich selbst anstrengt und versucht, ins Berufsleben hineinzuwachsen. Auch der Kanzler hatte bereits im Frühjahr Ähnliches gefordert und die SPD-Vorstellungen ähneln immer mehr den Positionen der Union. So forderte Ministerpräsident Koch in Hessen eine schärfere Gangart gegenüber arbeitsunwilligen Sozialhilfeempfängern. Die Union frohlockt über das Einschwenken der SPD. Man muss sehr klar die Verfassungslage sich angucken. Man muss ein Konzept für alle machen, und zwar auch für alle Altersgruppen. Und es zeigt sich nur, dass die Politik der ruhigen Hand eben keine weiterführende Politik ist und dass die ersten führenden Sozialdemokraten die Nerven verlieren. Allerdings vor Ort praktizieren bereits viele Landkreise und Kommunen Eingliederungsprogramme. So werden in Wismar arbeitslose Jugendliche per Arbeitnehmerüberlassung an Arbeitgeber vermittelt. Das bedeutet, ein Jahr trägt das Arbeitsamt die Lohnkosten. Praktiker meinen deshalb, wer Sozialhilfeempfänger wieder auf dem Arbeitsmarkt integrieren will, kann nicht nur mit Strafe drohen, sondern muss auch Geld zur Verfügung stellen. In der Bauwirtschaft sind nach Einschätzung der Unternehmer bis zu 100.000 Arbeitsplätze gefährdet. Der Geschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Knipper, sagte dem Magazin Focus, er rechne für dieses Jahr mit einem zweistelligen Umsatzrückgang. Das sei mindestens doppelt so viel wie bisher angenommen. Größere Firmen seien durch die schwierige Lage am Bau mit am stärksten betroffen, so Knipper. Der Baukonzern Holzmann nannte heute Zahlen zum Stellenabbau. Die Belegschaft werde um weitere 500 bis 700 Beschäftigte reduziert, sagte Vorstandschef Hinrichs in der Berliner Zeitung. Außerdem werde die Niederlassung in Kassel geschlossen. Noch in diesem Jahr wolle er die Weichen für eine Fusion stellen, so Hinrichs. Mit wem Holzmann zusammengehen soll, ist noch offen. Nach dem Kabinettsbeschluss zur Einführung der Lkw-Maut auf Autobahnen hat die Diskussion über die Verteilung der Einnahmen begonnen. Nordrhein-Westfalen fordert, die Gelder entsprechend der Belastung der einzelnen Bundesländer aufzuteilen. Als Transitland sei NRW dringend auf den Ausbau der Verkehrswege angewiesen. Bundesverkehrsminister Bodewig will mit den Einnahmen vor allem den Verkehrsfluss in den Ballungsgebieten verbessern. Auch die Schienen- und Wasserwege sollen davon profitieren. Damit der Verkehr hier künftig rollt statt steht, will der Bundesverkehrsminister kräftig investieren. Jährlich 1,5 Milliarden Mark aus der Lkw-Maut sollen in die Staubrennpunkte der Republik investiert werden. Schwerpunkt sind vierspurige Autobahnen mit großem Verkehrsaufkommen. Sie sollen auf 6 Bahnen ausgebaut werden. Stauträchtige Lücken im Autobahnnetz werden vorrangig geschlossen. Die Kriterien sind festgelegt. Die Kriterien sind so, dass 65.000 Kfz am Tag dort fahren müssen oder ein hoher Lkw-Anteil dort auf den Straßen ist oder keine Standstreifen sind. Das verkehrsreiche Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Autobahnen in Bayern werden die Hauptnutznießer des Anti-Stau-Programms sein. Unmut kommt aus Nordrhein-Westfalen. Den Landesverkehrsminister dort stört, dass sein Bundeskollege nur Bundesautobahnen im Programm hat. Ich möchte, dass diese Gelder so verwendet werden, dass diejenigen, die den meisten Verkehr zu bewältigen haben, auch für die Infrastrukturprojekte das meiste Geld bekommen. Ganz konkret heißt das, in Nordrhein-Westfalen bewegen sich auf manchen Landstraßen mehr Autos als auf Bundesautobahnen in anderen Ländern.
7,5 Milliarden Mark will der Bund insgesamt ab 2003 in den Ausbau der Verkehrswege stecken. Mit dem Lkw-Mautgeld werden auch marode Wasserstraßen ausgebaut und Schienenwege saniert. Vorrang haben hier eingleisige Streckenabschnitte mit hoher Zugbelegung und Lücken im Hochgeschwindigkeitsnetz. Denn damit der Verkehr in Zukunft fließt, setzt der Bund verstärkt auf das Miteinander von Straße, Schiene und Wasser. In der Diskussion um einen Bundeswehreinsatz in Mazedonien hat heute Unionsfraktionschef Merz das Wort ergriffen. Er sagte, er könne den CDU-CSU-Abgeordneten unter den gegenwärtigen Umständen nicht vorschlagen, einem Einsatz zuzustimmen. Weder in Mazedonien noch bei den Streitkräften seien die Voraussetzungen gegeben, so Merz zur Zeitung Die Welt. Auf NATO-Verpflichtungen angesprochen, erklärte er, Bündnistreue sei kein Selbstzweck. Inzwischen ist das Vorauskommando der NATO in Mazedonien einsatzbereit. Die rund 400 Soldaten aus 4 NATO-Staaten sollen die Bedingungen für ein Hauptquartier erkunden und die Einhaltung der Waffenruhe überprüfen. Ein Sprecher der albanischen Rebellen bekräftigte heute, die Waffen abgeben zu wollen. Details des Einsatzes zur Entwaffnung wollen NATO-Generäle morgen mit der mazedonischen Regierung klären. Israel hat erneut im Gazastreifen die Leibgarde von Palästinenser-Präsident Arafat angegriffen. Die Sicherheitsstation wurde am Nachmittag von 2 Kampfhubschraubern mit Raketen beschossen. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 4 Menschen verletzt. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Israel gab an, der Angriff sei eine Vergeltung gewesen für den Beschuss jüdischer Siedlungen im Gazastreifen. Morgen soll Außenminister Fischer in den Nahen Osten reisen. Im Volkswagen-Werk im mexikanischen Puebla sind mehr als 12.000 Beschäftigte in einen Streik getreten. Das sind rund 80% der Belegschaft. Sie fordern eine Lohnerhöhung von mehr als 20%. Nachdem am Donnerstag die letzte Verhandlungsrunde gescheitert war, wollen Gewerkschaft und Werksleitung nun in neuen Gesprächen nach einer Lösung suchen. Das VW-Werk in Puebla ist weltweit das einzige, in dem der New Beetle gebaut wird. Die Gewerkschaft fordert 21% Lohnerhöhung, doch von VW gibt es nach 9-tägigen Verhandlungen nicht einmal ein Angebot. Deshalb stehen alle Bänder still in Puebla, 12.500 gewerkschaftlich organisierte Arbeiter streiken. VW will den Arbeitskampf sogar für illegal erklären lassen, weil die Forderung das Vierfache der offiziellen Inflationsrate beträgt, die die Regierung zur Basis der Verhandlungen gemacht hat, um die Konjunktur nicht zu gefährden. Ein Präzedenzfall. 5,5% schlägt die Regierung vor, doch das ist nicht die Realität der wirklichen Preissteigerungen. 80% der Produktion gehen in den Export, überwiegend in die USA. Tägliche Einnahmeverluste 30 Millionen Dollar. Weil VW in diesem Jahr wegen sinkender Nachfrage an 9 Tagen die Produktion eingestellt hatte, vermutet die Gewerkschaft böse Absichten. Dazu kann ich nur sagen, dass uns ein Streik viel teurer kommt als ein technischer Produktionsstopp. Die letzten Gespräche und die Versammlungen von gestern hatten nicht den Charakter einer Verhandlung zwischen einem Unternehmen und einer Gewerkschaft. Sie hatten eine politische Färbung. Dieser Streik ist keine Tarifauseinandersetzung wie in früheren Jahren. Erstmals richtet er sich auch gegen eine unternehmerfreundliche Regierung und gegen Präsident Fox, der seit einem Jahr im Amt ist. Wenn es bei diesem Arbeitskampf nur um eine Lohnerhöhung geht, dann scheint eine Einigung bald möglich. Wenn es aber um einen politischen Streik gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung Fox geht, dann könnte er länger dauern, mit unabsehbaren Folgen. Im Osten der Ukraine hat sich erneut ein schweres Grubenunglück ereignet. Mindestens 27 Menschen kamen nach jüngsten Angaben bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk der Donetsk-Region ums Leben. Nach Angaben der Behörden sollen zum Zeitpunkt des Unglücks etwa 260 Bergleute unter Tage gewesen sein. 18 Kumpel werden noch vermisst. In den Bergwerken der Ukraine kommt es immer wieder zu Unglücken. Die Geräte gelten als veraltet, auch sollen Sicherheitsvorkehrungen oftmals nicht beachtet werden. Im hessischen Rheinheim ist am frühen Morgen bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus ein 7-jähriges Mädchen getötet worden. 10 Menschen wurden leicht verletzt. Das 2-stöckige Gebäude wurde völlig zerstört. Während der Bergungsarbeiten trat erneut Gas aus, sodass die Polizei das Gelände weiträumig absperren musste. In dem Haus wohnten 2 türkische Familien mit 6 Kindern. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Zum 4. Mal ist Michael Schumacher Formel-1-Weltmeister. Sein Verfolger David Coulthard wurde heute 3. und verspielte damit die letzte theoretische Chance auf einen Sieg in der Gesamtwertung. Schumachers Triumph sicherte seinem Ferrari-Team den 3. Titel in der Konstrukteurs-WM in Folge. Es war eine fantastische Demonstration von Michael Schumacher auf dem Ungaroring.
Der Deutsche auf dem Weg zur Sportlegende. Nur noch Juan Manuel Fangio wurde einmal mehr Weltmeister als der Deutsche. Dieses Zusammenhalten in schwierigen Zeiten, in schwierigen Momenten, nicht in diesem Jahr, sondern in den Jahren zuvor, teilweise auch in diesem Jahr, wie die Jungs hinter mir stehen, wie alle zusammenhalten, das ist einzigartig. Der große Preis von Ungarn, von Beginn an geprägt von der Stärke der beiden Ferraris. Michael Schumacher bog von der Pole-Position aus als erster in die Kurve nach Start und Ziel. Rubens Barrichello überholte David Coulthard. Spätestens nach zwei Dritteln der Renndistanz war klar, Michael Schumacher sollte ihn nicht noch ein technischer Defekt treffen, wird vier Rennen vor dem Saisonende Weltmeister werden. Und so kam es auch. Sein Teamkollege Rubens Barrichello wurde Zweiter, Coulthard Dritter. Durch den Ferrari-Doppelsieg ist ebenfalls bereits jetzt klar, Ferrari ist auch erneut Konstrukteursweltmeister. Die restlichen vier Rennen werden zum Schaulaufen für alle Ferraristi. Großer Jubel in Kerpen, der Heimatstadt von Michael Schumacher. Ausgelassen und in Ferrari rot gekleidet, feierten mehrere tausend Menschen. Sie hatten das Rennen live auf einer Großbildleinwand verfolgen können. Wie bei Schumachers WM-Titeln zuvor, will ihm die Stadt auch dieses Mal einen Empfang im Rathaus bereiten. Tausende Tifosi verwandelten die Ferrari-Heimatstadt Maranello in ein rotes Fahnenmeer. Autoschlangen fuhren hupend zum Ferrari-Werk und zurück zum Kirchplatz. Wegen der großen Hitze hatte die Stadtverwaltung in diesem Jahr allerdings keine Videoleinwand aufgestellt. An den Strandbädern entlang der italienischen Küste wurde Schumachers Titelgewinn auf zahlreichen weiteren Festen bejubelt. Die Sonntagsbegegnungen in der Fußball-Bundesliga endeten heute mit zwei Heimniederlagen. Der erste FC Köln musste sich zu Hause Mönchengladbach geschlagen geben und Hertha BSC bekam im Olympiastadion von Cottbus eine kalte Dusche verpasst. Hertha BSC in Blau-Weiß war im Berlin-Brandenburgischen Derby zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Die Führung der Berliner nach 26 Minuten durch den Brasilianer Marcelinho. Das 1:0, gleichzeitig der Höhepunkt in einer niveauarmen ersten Halbzeit. Nach dem Wechsel die Gäste aus Cottbus mutiger, Kubilanski über links und in der Mitte steht Da Silva goldrichtig und erzielt den Ausgleich, gespielt 55 Minuten. Und Cottbus hatte noch mehr zu bieten, diesmal über Rechtsflanke Regekampf und Kubilanski diesmal als Torschütze. Nach 63 Minuten war das Spiel gekippt. Hertha in der Folgezeit total verkrampft, Cottbus setzte auf Konter und erzielte nach 80 Minuten das 3:1, Torschütze Brasilia. Das Tor von Michael Preetz eine Minute vor Abpfiff fiel nicht mehr ins Gewicht. Cottbus gewinnt überraschend, aber nicht unverdient mit 3:2 in Berlin. Das Müngersdorfer Stadion heute natürlich ausverkauft zum Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Und bei bestem Fußballwetter bestimmten die Kölner die Anfangsphase und hatten auch die ersten Chancen. Dirk Lottner. Die Partie insgesamt hektisch mit wenig Spielfluss. Beide Mannschaften spielten diszipliniert in der Defensive. Und so blieben gute Torszenen eher selten. Arif van Lent mit der besten Möglichkeit für Gladbach nach einer knappen halben Stunde. Halbzeitstand 0:0. Nach dem Wechsel die Gladbacher mit dem besseren Start. Die Kölner Hintermannschaft nicht entschlossen genug. Und Bernd Korzenjetz mit der Führung für die Borussia gespielt waren 47 Minuten. Den Kölnern fehlte heute das nötige Durchsetzungsvermögen. Und kurz vor dem Ende machte Arif van Lent für Gladbach alles klar. Das war's. Mönchengladbach gewinnt in Köln mit 2:0. Erik Zabel schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Ihr gewann heute in Hamburg als erster deutscher Radprofi die HEW Cyclassics, das einzige Weltcuprennen, das in Deutschland ausgetragen wird. Zabel setzte sich nach 251 Kilometern im Sport vor dem Weltmeister Romans Feinsteins aus Lettland und dem niederländischen Spitzenreiter Erik Dekker durch. Der Telekom-Fahrer feierte in der Hansestadt seinen 23. Saison und insgesamt 7. Weltcup-Erfolg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 20. August. Die Hochs liegen schon bereit und das Tief zieht ab. Dabei lenkt es aber noch einen Schwall feuchter Atlantikluft heran, in der sich dunkle Wolken bilden. Und die trüben morgen auch bei uns noch den Himmel, bevor am Dienstag die Sonne das Ruder übernimmt. In der Osthälfte Deutschlands ist es heute Nacht meist klar, nur an der Ostsee noch Gewitter. Gleichzeitig ziehen von Südwesten Wolken heran, die sich morgen bis nach Sachsen ausbreiten. Ab und zu einzelne Gewitterschauer, aber auch die Sonne zeigt sich. Abgesehen von ein paar Regentropfen in Schleswig-Holstein bleibt es im Norden freundlich und trocken. Dort bläst der Wind frisch, sonst schwach bis mäßig aus Südwest. An der Oder heute Nacht 18, am Rhein bis 19, im übrigen Land 13 bis 17 Grad. Auf Sylt morgen 21, sonst Werte von 23 bis 27, in der Lausitz bis 29 Grad.
Am Dienstag scheint fast überall die Sonne, im Alpenraum kann es noch gewittern. Mittwoch und Donnerstag sonnig und heiß, etwas weniger schweißtreibend, nur an der See bei 23 bis 25 Grad.